Wir sitzen am Seeufer und schauen aufs Wasser. Goldiges Morgenlicht verschluckt die Stadt. Schulen, Büros, Lagerhallen, das Gefängnis und alle traurigen Randgebiete, Bauwerke sehen in dem Licht aus, als würden sie lächeln. Jemand klebt die Autotüre zu und sagt dann euphorisch: So, da wären wir. Wir sitzen am Seeufer und schauen den Fisch zu. Ich frage dich, ob springende Fische wie Sternschnuppen funktionieren und immer etwas wünschen darf. Du sagst ja und wünschst mir eine gute Idee. Ich hätte gerne weniger oft das Gefühl, mein Herz besteht aus schockgefrorenem Aluminium und ich hätte gerne ein natürliches Interesse an BWL, HTML und Forstwirtschaft. Ich wäre gerne professionelle Tänzerin mit falschem Namen, falschem Körper und einem unfassbar geilen Charakter, der jedem sofort ins Auge springt. Ich habe mir vieles wünschen, aber es ist viel zu heiß. Alle wollen in Halbschatten, aber die Plätze sind begrenzt. Wenn man zu lange in die Sonne schaut und dann die Augen zumacht, sieht man lauter kleine, flimmerige, farbige Teile, die durcheinander spicken. Es ist immer wieder etwas Neues. Die Stadt von oben oder ein Fliegenauge unter einem Mikroskop oder eine Blumenwiese oder das Lager von einer grossen Versandfirma, wenn man bei allen Karten den Deckel aufschneidet. Wenn man genug unscharf schaut, ist alles eine Metapher für alles. Es regnet und windet seit Wochen. Nasse Vögel laufen am Ufer vorbei. Eine Gruppe Leute sitzt in einer Bar und redet über Beziehungen. Die es hatten, die es bereuen und die es gerne mal noch hätten. Eine sagt, dass wenn man Jahre nach einer Trennung immer noch daran interessiert ist, Gossip über seinen Ex zu erfahren, da etwas so ist, als hätte man mal in einem anderen Land gelebt und Jahre später schaut man immer noch die Nachrichten von dort. Der Barkeeper sagt: Ladies, soll ich euch nochmal einen Sonnenuntergang ins Glas zaubern? Ein Typ sitzt allein am Tresen und isst ein Lachsbrötchen. Unter dem Tisch verwickelt sich ein Dackel in seiner Leine. Ein Taxifahrer am Bahnhof sagt zu einer Kundin: Weisst, bei der Swisscom sind auch alle per Du miteinander. Bis in die Chefetage rauf. Kannst du mir Pius sagen? Und ich sage, wenn du zu deiner Mutter am Telefon so etwas sagst wie: Hey, danke, dass ich lebe, musst aufpassen, dass sie nicht denkt, du bringst dich bald um. Ich überlege mir, wenn ich mir für die Zukunft wünschen, aber mir fällt nichts ein. Es ist, als würde einem jemand einen Sack Laub und Äste vor die Füße werfen und man muss dann daraus erschliessen und aufzeichnen, wie ein Wald aussieht, obwohl man noch nie vorher einen gesehen hat. Das Einzige, was ich weiss, ist, je mehr das du zusammenkleben willst, desto bessere Leim brauchst. Draussen hat es minus 12 Grad und der Nebel fasst die ganze helle Tageszeit zu einer einzigen, breiigen, grauen Phase zusammen. Du wünschst dir ein eigenes Hallenbad. Ich wünsche mir langsame, basslastige Musik in einer kleinen, geheizten Schuppe in einem riesigen Wald, wo von einer wortkargen Holzfällerin auf einem komischen Instrument gespielt wird, während eine feinmotorisch begnadete Wildsau selber brennt und Schnaps serviert. Und dass man nichts anderes machen müsste, bis es wieder wärmer wird. Aber alles, was sehr gut ist, frisst sich selber auf. Das Jahr fängt im Winter an und hört im Winter auf. Mit dem muss man irgendwie umgehen. Niemand hat selber ein Wetter. Ich könnte mir viel Zeug wünschen. Mittlerweile ist es dunkel und die Fische sind komplett aus unserem Sichtfeld verschwunden. Auf dem Highway schweigen wir. Alles, was man hört, sind unsere Schritte im Schnee und entfernter Verkehr. Vor dem Mikro sitzt ein Hund und schaut uns an. Er sieht aus wie ein unfreiwilliger Statist von einem handlungsarmen, aber sehr atmosphärischen Heimatfilm. Niemand von uns fragt, ob man sich etwas wünschen darf, wenn man einen Hund sieht.